Hallo liebe Leser und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macwell TV. Heute starten wir eine neue Serie, die sich an die Programmierer unter Ihnen richtet. Mein Kollege Christian Schmitz zeigt Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt zum eigenen Programm in Real Basic kommen. Viel Spaß beim Zuschauen. In dieser Macwell TV-Sendung zeigen wir Ihnen, wie Sie einfache Tools in Real Basic programmieren. Wir wollen heute ein Programm schreiben, das uns die RGB-Farbwerte an der Stelle des Mauscursors ausgibt. Dafür nehmen wir zunächst ein leeres Projekt und geben dem Hauptfenster einen passenden Namen. Anschließend setzen wir ein paar Static-Texte ein. Erst einmal ein Feld für die Farbe Rot. Der Text soll zentriert sein und das Feld ein wenig kleiner. Wir duplizieren das Feld und legen weitere Felder an für Grün und Blau. Das Fenster soll etwas kleiner sein, ungefähr so. Real Basic hilft bei den richtigen Abständen der Steuerelemente. Die drei Textfelder bekommen alle jeweils ihren Namen: Rot, Grün und Blau. Wir speichern das Projekt und starten es. Es klappt. Das Fenster soll ein sogenanntes Global Floating Window sein. Und damit sieht es dann so aus, eine schwebende Palette. Klickt man auf den Schließen-Knopf, verschwindet das Fenster, aber sonst passiert noch nicht viel. Wir öffnen den Code-Editor und schreiben in den Close-Event die Zeile Quit. Nochmal gestartet, schließt man mit dem Schließen-Knopf nach wie vor das Fenster. Zusätzlich beendet sich das Programm nun automatisch selbst. Wir wollen nun die Farbwerte regelmäßig im Fenster anzeigen. Dafür benutzen wir einen Timer. Er ist so eingestellt, dass er alle 1000 Millisekunden, also einmal pro Sekunde, einen Action-Event aufruft. Wir wechseln in den Code-Editor. Zunächst brauchen wir eine Variable, um die Farbe zu speichern. Wir nennen sie C. Als Typ weisen wir die Klasse Color zu. Dieser Variable weisen wir die Farbe zu, die die Funktion Pixel aus dem Systemmodul zurückgibt. Die Funktion liefert uns für eine Position auf dem Bildschirm den Farbwert an dieser Stelle. Das Systemmodul stellt auch die Funktionen Maus X und Maus Y zum Ermitteln der aktuellen Mausposition zur Verfügung. Damit steht nun die Farbe des betreffenden Pixels in C und wir zeigen die Informationen an. Dem Textfeld Rot weisen wir den roten Farbanteil zu. Die Color-Klasse hat dafür eine Red-Funktion. Die STR-Funktion erzeugt aus der Zahl einen Text. Das gleiche machen wir für Grün und Blau. Das Ganze speichern wir nun und starten das Programm. Wie man sieht, hat der Apfel oben links einen ziemlich hohen Blauanteil. Als nächstes wollen wir das Programm etwas verschönern. Erstmal brauchen wir eine kleine Titelleiste. Dafür nehmen wir die Steuerelemente für die Farben und duplizieren sie. Nach oben geschoben steht dort jetzt der Text Rot, Grün und Blau über den Farbwerten. Wir duplizieren die Steuerelemente noch einmal für die Angabe in Prozent. Damit erzeugt Real Basic automatisch aus dem Rotfeld ein Rot-1-Feld und ein Rot-2-Feld. Im Code schreiben wir nun Rot2.text gleich strc.red durch 255. Die Red-Funktion liefert eine Zahl zwischen 0 und 255, die wir umrechnen auf den Bereich zwischen 0 und 1. Jetzt starten wir das Ganze. Die Farbwerte werden angezeigt, aber unsere Prozentangaben passen nicht in die Textfelder.
Wir sollten den Text formatieren. Dafür gibt es die Format-Funktion. Sie wandelt eine Zahl in einen Text um und benutzt dafür ein Schema, das wir anpassen können. In diesem Fall hätten wir mindestens eine Ziffer, dafür steht die 0. Und das Ganze als Prozentwert, dafür steht das Prozentzeichen. Starten wir erneut und sehen uns das Ergebnis an. Der grüne Knopf hat einen hohen Grünanteil, die Werte stimmen. Verbessern wir das Programm noch ein wenig. Wir verwenden für die Textfelder bislang die aktuelle Systemschrift. Es gibt aber auch noch eine zweite Schrift. Sie heißt Small System. Wenn wir diese benutzen, wird der Text ein wenig kleiner. Schauen wir doch mal, wie es aussieht. Prima. Jetzt können wir das Programm kompilieren. Vorher schreiben wir noch ein paar Versionsangaben rein und wir geben dem Programm einen Namen. Per Klick auf Build erzeugt Real Basic ein Programm. Wenn wir das Programm jetzt starten, hat es immer noch eine eigene Menüleiste, die wir eigentlich nicht brauchen. Wir wollen sie loswerden. Dafür gibt es das kleine Tool Make Invisible. Dort ziehen wir das Programm hinein und beenden Make Invisible wieder. Wenn wir unser Programm jetzt starten, hat es keine eigene Menüleiste und kein Dock-Icon mehr. Es bleibt unsichtbar im Hintergrund, außer der Palette. Man kann sich nun beliebig in allen Programmen bewegen und die Farben messen. Das war's für heute. In der nächsten Folge wollen wir ein kleines Spiel programmieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.